Tag, ihr Helden, und willkommen zu einer weiteren Runde Injustice 2 im Arcade-Modus. Diesmal mit dem Wunder-Vibe, der guten Wonder Woman. Wir hatten beim letzten Mal einen Schurken, zumindest jemanden, der offiziell als Schurke gilt. Und los. Deswegen ist jetzt wieder ein guter Charakter dran, also eine Heldin. Obwohl sie in diesem Spiel eigentlich eher eine Schurkin ist, also zumindest... Alter! Zumindest würde ich sie eher in die Schurkenrichtung schieben. Aber... Ja, ich kann mit ihr aber auch eigentlich gar nichts. Ich kann mit ihr keine Kombos. Wie man vielleicht auch sehen kann, läuft hier gerade gar nichts. Okay. Aber ihr Outfit finde ich irgendwie cool. Also zumindest das Outfit, was ich bis jetzt so aus den Lootboxen mir so rausgeholt habe. Okay. Das ist eine Attacke, die man mal nutzen kann. Aua. So. Wonder Woman gewinnt. Irgendwie finde ich das Outfit gar nicht mal so hässlich. Muss ich sagen. Gefällt mir irgendwie. Das habe ich auch gar nicht auf die Erfahrungspunkte geachtet. Wie viel ich jetzt gekriegt habe und wie lange ich jetzt noch brauche fürs nächste Level, dann könnten wir ja Wonder Woman heute noch auf 9 kriegen. Los. Au. Wie frech. Alter. Und das machst du nicht. Okay, gleich ist er hin. Klatsch. Deine Technik ist fehlerhaft. Genau so sieht's aus. Ich weiß nicht, was das mit diesem... Soll das irgendein Abwehrmove sein? Tja, das Ding hast du mal schön verplempert. Keule. Ah, zu früh. Edge. Du hast verloren. Bam. Wonder Woman gewinnt. Könnte knapp werden mit Level 9. Trifft einen Gegner mit 2 Meter Burn Spezialaktionen. Machen wir das? Ja, wir machen das mal. Wenn ich denn irgendeinen Special Move hinkriege, heißt es. Bin da ja bei Wonder Woman nicht so fit. Los. Und tschüss. Haben wir ein Feuerchen gemacht. Ergib dich. Hat geklappt. Alter Mädel. Schreist du mich nochmal so an, Knallgart? Versuchen wir noch einen Übergang? Ja, wir versuchen mal noch einen Übergang. Bam. Edge. Uh.
Tschüss. Vorbei ist der Bitchfight. Bam. Wonder Woman gewinnt. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade verhöre, aber ich höre im Hintergrund immer so ein Knacken im Sound. Ich hoffe mal, dass das nachher später nicht in der Aufnahme drin ist. Ich glaube, da muss ich gleich nochmal was checken. Nach der Aufnahme. Ich höre da so ein leichtes Knistern und Knacken im Sound. Das gefällt mir gar nicht. Los. Edge. Boing. Oh, jetzt weiß ich auch, wie der geht. Sehr schön. Edge. Tschüss. Da kommt er an, der Monster-Truck. Boing. Ich stell mir das nervig vor, wenn du im Kino sitzt und plötzlich platzt da einer so wie Flash gerade eben in die Vorstellung rein. Haha, perfektes Spiel, perfekter Sieg. Haha. Wonder Woman gewinnt. Ja, doch. Das schaffen wir auf Level 9. Sehr schön. Oh, King Brainiac. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht gleich wieder mit seinen scheiß Tentakelangriffen an. Wie mit diesen Riesententakeln, die da aus dem Boden und aus der Decke kommen. Das sind fürchterliche Moves. Los. Der hat ja mal gepasst. Und der auch. Hey. Mein, der Move geht immer noch. Der andere ist viel schlimmer. Tschüss. Deine Technik ist fehlerhaft. Genau. Frag mal einen echten Techniker hier. Frag doch mal bei Messi nach, ob er dir beibringt, wie man Technik macht. Du wirst jetzt nicht anfangen, mich zu ärgern, oder? Oh doch, er will anfangen, mich zu ärgern. Oh, ärgere niemals einem Amazone, mein Freund. Oh, es geht ganz böse nach hinten los, die Nummer. Mal sehen, ob das reicht. Müsste, na, es wird knapp. Könnte aber reichen. Doch, reicht. Sehr schön. Als Batman das Regime stürzte, nannte man mich eine Tyrannin. Meine Amazonenschwestern verstießen mich. Doch Brainiac zeigte der Erde, was ein Tyrann wirklich ist. Die Leute flehten um ihre Befreiung. Und ich gab ihnen Brainiacs Kopf. Wieder einmal liegt es am Regime, Frieden und Ordnung zu sichern. Batman und die Verräter, die ihm folgten, werden bestraft werden. Selbst Kara Zor-El. Dann kehre ich zurück nach Themyscira, zu meinen Schwestern. Wenn sie meinem Befehl nicht folgen, werden sie dazu gezwungen. So spricht Diana, Prinzessin der Amazonen, Siegerin über Brainiac. Naja, so viel zum Thema Wonder Woman ist eine Heldin, ne?
sieht man ja, was daraus wird, wenn man mit den falschen Leuten abhängt, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Hier soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dann, ich verabscheue mich.